hochbegabten Schule, wo nicht jeder rein darf. Obwohl wir doch alle hochbegabt sind. Oder? Auf den ersten Blick ein ganz normales Internat. Das Besondere sind die Schüler. Nein, das Besondere sind die iMacs. Ich konnte bei meiner Schule überhaupt froh sein, wenn das Internet funktioniert hat. Ich bin der Inbegriff eines Nerds. Kaum rausgehen, die ganze Zeit vom Computer hangen. Ich wette, viele von euch auch. Kaum rausgehen, die ganze Zeit nur am Handy. Ihr seid eine gemischte Schule, ihr seid ein Internat. Geht auch irgendwie sowas? Beziehung? Also. Er hat sich also im Internat schon mal gegönnt. Erwischt. Die ganze Schule beginnt den Tag beim gemeinsamen Frühstück. In der Mensa trifft Maike erstmals auf die Schüler. Hochbegabte essen anscheinend etwas anderes als ich. Kartoffelbrei, Erbsen und Fleisch. Geiles Frühstück auf jeden Fall. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht hochbegabt. I see. Hannes interessiert sich vor allem für Sprachen und hat deswegen neben Englisch auch Französisch, Spanisch, Italienisch, Griechisch und Latein belegt. Außerdem hat er bereits in Informatik und Psychologie am Frühstudium teilgenommen. Sonst noch was?